Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 5. August. Heute haben wir dabei Xbox, Google Pay, Disney Plus und Phil Schiller. Beginnen tun wir mit Microsoft und seiner Xbox bzw. dem Xbox Game Pass Ultimate. Und da wird es jetzt Cloud Gaming geben. Ja, ähnlich wie Stadia will auch Microsoft die Spieler in die Cloud bringen und dementsprechend startet am 15. September eine Beta-Version, allerdings nur für Android-Handys und Tablets. Und dann könnt ihr entsprechend in der Cloud spielen und das auch in Deutschland. Es sind nämlich 22 Märkte dabei, also nicht weltweit, aber wir in Deutschland sind diesmal auch dabei und können dann spielen. Es soll an die 100 Spiele in der Cloud geben, darunter Minecraft Dungeons, Destiny 2, Tell Me Why, Gears 5 und noch mehr Spiele, die ich nicht kenne. Der erste Monat ist für 1 Euro testbar und danach muss man dann halt für Ultimate für den Game Pass 12,99 zahlen. Damit könnt ihr dann halt entsprechend halt, wie gesagt, auch auf Android Cloud gamen. Und passend dazu machen solche Spiele ja jetzt nicht unbedingt mordsmäßig Spaß auf dem Touchscreen. Da gibt es jetzt auch Hardware, und zwar Designed for Xbox Mobile Gaming Hardware. Das ist entsprechende Hardware von Drittanbietern, die von Microsoft für die Xbox, für das Cloud Gaming zertifiziert wurden. Und das sind dann Controller, wo vorne ein Halter dran ist, damit man das Smartphone einklemmen kann oder halt so Griffel, die man links und rechts ähnlich dann wie eine Nintendo Switch an sein Smartphone dran daddelt. Ja, ob das dann wirklich so viel Spaß macht, sei mal dahingestellt, aber guckt es euch gerne an. Die Teile sind durchaus auch schon überschaubar bepreist. Ab 14,99 geht's los und dann ein paar Dinger für an die 100 US-Dollar, Euro sind da auch dabei. So, ganz anderes Thema. Google bzw. Google Pay, die sollen jetzt wohl ab 2021 das direkte Einbinden von Girokonten unterstützen. Aber bevor ihr euch freut, es geht dabei natürlich erstmal wieder um die USA. Und da arbeiten wohl 8 Banken mit Google gerade daran, dass Google letztendlich dann für das Frontend zuständig ist in Google Pay und die Banken die Infrastruktur dahinter liefern. Und gucken wir, wie sich das entwickelt und ob und wann es dann doch auch nach Deutschland kommt. Ja, in Sachen Corona sind ja die Kinos größtenteils geschlossen auf der ganzen Welt. Das heißt, ganz viele Filme sind irgendwie auch gestoppt worden, die eigentlich schon längst einen Release gehabt hätten. Und viele von denen sind auch schon direkt hier auf Netflix und Co. gekommen, beziehungsweise auf den Streaming-Diensten der einzelnen Firmen, wie zum Beispiel auch Disney Plus. Die haben auch schon wohl ein paar Filme direkt draufgeschoben, hatten aber noch mit Mulan, das ist die Echtverfilmung des Zeichentrick-Klassikers von Disney, nochmal eine Riesenpremiere zusammen mit Black Widow aus dem Marvel-Universum, die noch anstehen. Und zumindest Mulan wird wohl jetzt auch auf Disney Plus starten am 4. September als besonderer Premieren-Release in diversen Märkten, in den USA und Kanada auf jeden Fall. Ob wir in Deutschland dabei sind, weiß ich nicht. Und es scheint so, dass man für den Film, wenn man sich den wirklich dann angucken will, nochmal $30 bezahlen muss. Was ich schon hart finde, es ist ja in Ordnung, das als Premiere und als Film zu präsentieren, aber warum nicht dann zum Kinoticketpreis, der ja auch schon nicht günstig ist. Ja, schauen wir mal, wie das läuft. Es soll anscheinend trotz allem der Weg von Mulan auch noch in diverse Kinos, in diversen Märkten auf der Welt gefunden werden. Also so eine Mischung aus digital und echt Leben-Release. Und letztes Thema für heute. Phil Schiller von Apple, der wird eine kleinere Rolle innerhalb der Firma übernehmen. Ja, Phil Schiller kennen wir von den ganzen Events, Innovate My Ass. Und der wird jetzt nur noch zuständig sein für den App Store, komischerweise, und für Apple Company Events. Tja, scheint so, als ob er weggelobt wird von außen ein bisschen, obwohl man auch nichts weiß, dass da irgendwas schiefgelaufen wäre oder sonst wie. Er wird weiter direkt in seinen beiden Rollen an CEO Tim Cook reporten und schauen wir mal, wo der Weg hinführt und ob wir ihn nochmal auf den Bühnen von Apple Keynote sehen oder auch nicht. Ja, und das war's auch wieder für heute. Wieder ein lockerer, leichter News-Tag. Mitte der Woche
Bergfest, bleibt positiv und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Hört mehr Geek Talk.